So, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Bad. Und jetzt schauen wir mal diesen an. Der heißt Lumio 1020. Und ja, da kann man zum Beispiel handeln mit ihm und so weiter. Jetzt schauen wir mal dieses Zelt an. Ansprechen, Zigeunerin Aris. Ansprechen. Eines Tages werden sie unsere Wege kreuzen, El Pedrago, doch dieser Tag ist noch nicht gekommen. Woher wissen Sie meinen Namen? Ich habe die Macht des Wissens, ebenso wie die Macht habe, in die Zukunft zu sehen. Das ist mir ja gar nicht unheimlich, ich muss weg. Bis zum nächsten Mal, El Pedrago. Okay, das ist wahrscheinlich für später. So, was haben wir denn hier? Hier links hat es ein kleines Haus. Da schauen wir mal rein. Ah, das ist die Schmiede. Hier sind ein paar Spieler. Die haben Umhänge. Okay, einer hat einen Bogenschützenumhang, der andere hat einen Beschwörungsumhang wahrscheinlich. Und hier hat einer noch einen Umhang mit Stacheln. Irgendwas. Keine Ahnung. Nuzan. Vidar. Anonym 159 und Shani 215. Ansprechen, Sani. Hallo. Hallo, willkommen zu meiner Werkstatt. Ich heiße Sani, Sie können gerne an meinen Amboss arbeiten. Ich brauche Sie schließlich nicht alle gleichzeitig. Danke. Und sonst nichts, okay. Also mit dem Ambossen arbeiten wir später, wir brauchen zuerst Erzbahn. Und hier ist die Bank, das ist euer Lager. Hier könnt ihr an Sachen lagern. Im Bankschließfach kann man Gegenstände aufbewahren, die man um einen Gegenstand, ja okay. Mit dieser Schaltfläche kann man einen PIN einrichten, um seine Gegenstände zu schützen. Wenn man einen PIN eingereicht hat, muss man sie im nächsten Mal nach dem Einloggen eingeben, um das Bankschließfach zu öffnen. Die Schaltfläche kann man benutzen, um seine Gegenstände in Zertifikate zu verwandeln, die nur ein Feld im Inventar belegen und mit denen man handeln kann. Dies sind die Bankplätze, die dir zur Verfügung stehen. Die Menge rechts geht für Mitglieder. Diese Schaltfläche kann man benutzen, um alle Gegenstände aus seinem Inventar, Lasttier, Geldbeutel als auch seine Rüstung mit einem einzigen Klick abzulegen. Okay. So, dann nehmen wir mal die EP-Lampe, die können wir später dann benutzen. Die kann man nicht reinlagern. Dann nehmen wir die Sachen wieder raus, die wir brauchen. Wir benutzen jetzt zuerst mal das Schwert, dann legen wir die zwei Sachen mal weg. Und ja, deponieren. Ja, man kann sie nicht deponieren. Dann benutzen wir sie doch. Oder nein, wir lagern sie noch im Inventar, bis wir keinen Platz mehr haben. Dann benutzen wir sie. Weil später könnten wir die EP besser gebrauchen, oder? Aber wir bekommen eigentlich immer gleich viel EP. Naja, benutzen müsst ihr schon. Reiben. 100 EP in Angriff, Verteidigung, Stärke, Fernkampf und Magie. Du denkst über die Erlebnisse in den Katakomben von Lumbridge nach. Du bekommst jeweils 100 EP in Angriff, Verteidigung, Stärke, Fernkampf und Magie. Sehr schön. Und jetzt haben wir zum Beispiel Magie einen Punkt bekommen auf Level 2 und Strangulieren eine neue Fähigkeit hergestellt. Und jetzt? Okay, nichts mehr. Diese Villa ist auch für später dann interessant. Hier haben wir einen großen Mann, das ist der Salomon, das ist wahrscheinlich für den Laden. Das werden wir auch später mal anschauen. Ihr habt ein Pet, irgendwie ein Baby, irgendwie so ein Kerl oder so. Davor ist noch eine Dame, die will ich auch kurz mal an. Ah, das ist ein Mann. Gerichtliche Ansagen, ansprechen.
Hallöchen, treuer Bürger, wie kann ich Ihnen helfen? Wer sind Sie? Wer ich bin, ist nicht wichtig. Es reicht, wenn Sie wissen, dass ich für den obersten Botjäger arbeite, Matthias Schreckenstein. Was für ein Jäger, bitte? Der oberste Botjäger. Der mutige, anständige, unbestechliche Mensch, der die Lande absucht, um sie von der Botplage zu befreien. Wie kann er den Leuten von Bots unterscheiden? Das ist geheim, aber er irrt sich nie. Wie dem auch sei, meine Kollegen und ich sind auf der ganzen Welt stationiert, um bekannt zu geben, wenn wieder so eine Marionette vor Gericht gebracht wird. Warum das denn? Nun, wir können sie in den geheimen Gerichtssaal bringen, damit anständige, ehrenbare Menschen wie Sie Urteile über die Roboter sprechen können. Wirklich? Aber ich glaube nicht, dass ich dazu qualifiziert bin. Wir verteilen kostenlose Heugaben. Ich bin dabei. So ist's recht. Möchten Sie sonst noch etwas wissen? Wem wird heute der Prozess gemacht? Momentan gar niemanden? Na gut, bestimmt gibt es demnächst wieder einen Gerichtsprozess. Ach, in der Regel schon. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Nein. So, ja, kann man Heugaben nehmen. Weiß nicht, für was die Heugaben sind, zum Schlagen oder so, zum Stechen. Und hier ist die Markthalle. Hier kann man mit anderen Spielen, also so eine Art Aktionhaus, benutzen. Aber ich habe mir so mal zu einer Challenge gemacht. Ich werde sie so wenig wie möglich benutzen. Wenn man wirklich einen Item braucht, werde ich sie benutzen. Aber verkaufen werde ich nichts oder fast nichts. Und ich werde die Sachen, die ich nicht benötige und auch weggeben will, an die treuen Zuschauer, also euch, geben. Und das eben am Sonntag jedes Mal. Sonntag ab 15 Uhr werde ich hier auf dem Server sein. Auf dem Server 102, nein, auf dem Server 122. Also nicht auf diesem Server, sondern dem kostenlosen Server. Da könnt ihr kostenlos das Spiel downloaden, Account erstellen und dann könnt ihr auf diesen Server. Und dort werde ich dann sein und mit euch ja, chatten, Fragen stellen und so weiter. Und Spielchen machen und eben beschenken oder beschenken lassen. Alles Mögliche. Und wir treffen uns bei der Markthalle. Und ja, da könnt ihr sicher, ja, hier startet ihr ja in Lumbridge, da waren wir, hier in der Gruft. Und hier ist die Markthalle. Hier könnt ihr sicher irgendwie hin teleportieren oder später dann. Und ja, wenn ihr Fragen habt zu dem, könnt ihr es in jedem Video vom RuneScape Let's Play eigentlich unten in die Kommentare schreiben. Und ich werde es auch unten stehen, also in der Videobeschreibung stehen, wann der Event ist und wenn er mal ausfällt und so weiter. Also werdet ihr es nie verpassen. Und ja, jetzt will ich euch noch irgendetwas von einer Fähigkeit zeigen. Und dazu wollen wir mal das Magie- oder das Gebet-Menü öffnen. Lederhaut. Wir können noch nicht teleportieren. Da müssen wir mal hier... Ah ja, das geht ja jetzt über hier. Okay. Gehen wir nach Lumbridge. Ich zeige euch jetzt die Fähigkeit der Bergbaukunst und danach des Gießens und des Schmiedens. Und wir basteln uns eine Rüstung. Aus Kupfer wahrscheinlich. Ah, nein, aus Bronze. Genau. Aus Bronze. Hier ist es direkt Bronze. Gibt es keine Kupferrüstungen. Dazu gehen wir hier runter. Durch den Friedhof wieder. Ah, hier gibt es jetzt ein Gelände. Das war früher noch nicht so. Hier haben wir einen Gegner. Greifen wir aber nicht an. Die sind passiv. Hier ist zum Beispiel ein Fischertrainer. Das sieht man an den Symbolen. Und hier sind die Erze. Wenn man jetzt... Oh, wir haben keine Spitzhacke. Wo kriegen wir eine Spitzhacke her? Wenn ich jetzt das Ding abbaue. Ah, okay, man braucht keine Spitzhacke mehr. Sehr schön. Dann bauen wir uns ein paar
von diesen Steinen ab. So. Hier ist nochmals ein Kupfererz. Und hier gibt es noch 10 Erz. Dann nehmen wir mal 5 Stück pro Rohstoff. Komm schon. Vier Stück. Ich hoffe, es gibt immer noch bessere Spitzhacken, sonst wäre das ja noch ein bisschen blöd. Ah, ich schau mal kurz hier in der Ausrüstung. Nein, hier können wir keine Spitzhacken. Ah, hier. Werkzeuggürtel. Ja, zum Beispiel eine Angel, eine Reuse. Okay, das wurde auch verbessert. Sehr schön. Ja, ich habe schon 2003 schon mal gespielt. Da gab es noch ganz schlechte Grafik. War also ein bisschen blöd. 2005 oder so habe ich dann zweites Mal gespielt. Und das letzte Mal habe ich 2009 gespielt. Und da war es schon viel besser, aber auch noch nicht sehr gut. Und ja, die entwickeln sehr, sehr gut. Schnell und gut weiter. Also das Spiel hat schon richtig High-End-Wert, sehr gutes Rollenspiel. Und ja. Aber was mich noch ein bisschen stört, ist immer noch ein bisschen zäh, aber wenigstens ein bisschen motivierender. Und ja, eben, wenn ihr Bock habt, ihr könnt mich als Freund hinzufügen oder in einen Clan eintreten, wo ich bin. Clan. Du bist gerade in keinem Clan. Ja, ich muss einen gründen. Also das wird noch nicht so sein. Aber ihr könnt mit mir Freunde, also in die Freundesliste gehen. Und mit mir ein bisschen chatten. Aber spielen werde ich mit euch nicht. Das wird, also ich werde nur spielen, wenn ich hochlade. Ihr könnt schon mitkommen. Aber bitte dann nichts machen. Außer wir sind dann in einem Dungeon oder sonst irgendwo, wo es halt schwer ist alleine, dann könnt ihr schon mal etwas machen, aber eben ohne meine Bestätigung bitte nichts machen bei mir. Und ja, wenn es mich stört, ich werde Leute nicht zögern, sie zu melden als Belästigung oder sonst irgendwas. Also seid artig, ihr dürft in meiner Abwesenheit schon irgendwas machen, aber keine Sachen versperren oder Erz abbauen, wenn ich gerade machen will und so weiter. Und die Leute, die am meisten und am tollsten mit mir arbeiten, werde ich auch zu einem Chat einladen. Und die im Chat artig waren, die werde ich auch dann bei einer Aufnahme mitmachen und dann vielleicht noch mehr Aufnahmen und so weiter. Also so eine Art Belohnungssystem ist bei mir im Gange. Ich werde die belohnen, die halt auch am besten irgendwas machen und so weiter. Und das Wasser sieht irgendwie leuchtend aus. Jetzt müssen wir zur Gieße, die ist hier, glaube ich, ja. Schmelzofen. Hier ist zum Beispiel ein Mager. Der Zamorax, Nickname 9. Ist Zamorax wahrscheinlich den Clan oder so. So, jetzt werden diese Bahn geschmiedet oder verhüttet. Und jetzt brauchen wir einen Amboss schmieden. Jetzt können wir hier was aussuchen, ein Bronzedolch für die linke Hand, ein Bronzehelm, Bronzeaxt, Bronzesteigkolben für links, also irgendwie SH, Schwerthand wahrscheinlich oder sonst irgendwas. Wir nehmen einen Bronzehelm, schmieden ihn, ich will schon 4 herstellen.
weil die kann man auch verkaufen gut. So, fertig. Und jetzt gehen wir, also einen rüsten wir aus. So, sehr schön. Rüstzeug 26. Das ist sogar besser. Aha. Okay, verkaufen wir die einfach. Da kriegen wir dann auch, also fürs Verkaufen kriegen wir keine EP, aber eben fürs Machen. Hier haben wir zum Beispiel Goldmünzen, nehmen wir die mal auf. Und hier ist irgendwie ein Kampf-Dojo ansprechen. Willkommen in der Kampfakademie, Abenteuer. Kann ich etwas über den Kampf lernen? Du scheinst zu wissen, was du tust. Ich kann immer jemanden gebrauchen, der mir meine Demonstration für meine Schüler hilft. Einführung des Kampfsystems. Ja, das wissen wir. Das müssen wir nichts machen. Ansprechen. Was kann ich hier machen? Ich halte Kurse über die aktivere Seite von Abenteuern ab, um genau zu sein über den Kampf. Ich stelle ebenfalls Attrappen zur Verfügung, an denen Abenteuer ihre Kampffertigkeiten in einer sicheren Umgebung trainieren können. Okay. Nein, das müssen wir nicht wissen. Jetzt haben wir hier Attrappe. Attrappe aufstellen. Nahkampf. Schwächer als ich. Angreifen. Aha. Okay, dann gehen wir mal irgendwo hin, wo es irgendwelche Kreaturen gibt. Die sind wahrscheinlich hier drüben. Gehen wir mal hier links entlang. Nicht lecken. Nicht lecken. Ja, früher war es so, wenn man zu viel schnell gerannt ist, hat das Spiel angefangen zu lecken, weil es nicht so schnell nachladen konnte. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, also ich bin jetzt ja eigentlich gerannt eher und es hat geleckt leider. Aber eben, man muss nicht viel in diesem Spiel rennen, darum ist es egal. Greifen wir mal diese Kuh an. Ja, ich möchte angreifen. Ah, die ist tot. Gebete verleihen vorübergehende Boni, die nützlich beim Kämpfen sind. Gebets-EP erhält man, wenn man Göttern Opfer darbringt. Klick auf Knochen oder Asche im Inventar, um dies zu tun. Nehmen. Knochenladungsbogen. Nehmen. Nehmen Kuhhaut. Einen Ladungsbogen für Fernkampf. Den legen wir mal unten hin. Und die begraben wir. So, mit der Fertigkeit Handwerk können defensive Gegenstände hergestellt werden, die besonders nützlich für Fernkämpfer sind. Die Herstellung von Ledergegenständen bietet sich zum Einstieg an. Wenn eine Kuh getötet wird, lässt sie ihre Haut fallen. Diese kann bei einem Gerber zu Handwerksmaterial verarbeitet werden. Die Herstellung von Krügen ist eine gute Methode, mit Hilfe von Handwerk andere Fertigkeiten zu verbessern. Man kann Ton abbauen und Wasser hinzufügen, damit er weich geformt und dann in einen Brennhof gebrannt werden kann. Okay, dann töten wir nochmals eine Kuh. Muss ich wieder die Zahlentasten drücken. So. Oh, ein Stab. Luftstab. Rohes Rindfleisch, Knochen und eine Kuhhaut. So, dann gehen wir mal hier hin. Die Gilie Huena. Hallo, ich bin Gilia. Was kann ich für Sie tun? Wer sind Sie?
Mein Name ist Gilia Juana. Mein Vater ist ein Bauer und ich melke unsere Kühe für ihn. Haben Sie noch eine Milch übrig? Leider nicht. Wir benötigen unsere Milch, um sie auf den Markt zu verkaufen. Aber wenn Sie etwas Milch benötigen, dann können Sie gerne selbst etwas melken. Danke. Selbst melken. Melken. Oh je, Sie haben wohl noch nie eine Kuh gemolken, oder? Nein, was haben Sie denn erraten? Weil Sie die Milch überall auf dem Boden verschütten. Was für eine Verschwendung. Sie benötigen etwas, worin Sie die Milch auffangen können. Ja, das hatte ich mir eigentlich denken können, nicht wahr? Sind Sie aus der Stadt oder versuchen Sie doch mal mit einem leeren Eimer? Genau, das werde ich machen. Okay, ich habe keinen Eimer. Die Knochen kann man nochmals vergraben. Für plus 5 EP. Zum Gebet. Ja. Und jetzt können wir zum Beispiel... Wir können mal einen Eichenbaum fällen. Du benötigst Holzfällerei mindestens auf Stufe 15. Ach Gottchen. Dann gehen wir mal zu diesem Hof. Öffnen. Hier haben wir zum Beispiel Eier. Nehmen wir mal das Hühnerei. Axt nehmen, Scheite. Eine Bronze-Axt für Schaden 30. Was haben wir eigentlich für eine Axt? Also ein Schwert haben wir 61 und 30. Ja, das ist natürlich schwächer. So, ein Huhn töten. Rohes Huhn. Ein... Ah, nochmal so, töten hat. So. Nehmen Feder. Nehmen Knochen. Rohes Huhn. Feder und Knochen. Und die Knochen können wir wieder verkaufen. Ah, verkaufen. In die Erde pflanzen, meine ich. So. Haben wir 10 EP bekommen. Jetzt können wir zum Beispiel mal hier reingehen. Ah, hier ist ein Bauer. Und eine Bäuerin. Die kann man angreifen, die sind aber Stufe 10. Morgen, mein Kühlen ins Maken. Ah, du musst Maken Kühe. Hast du hier übrigens einen Eimer? Ja. Dankeschön für den Eimer. Den kann ich gebrauchen. Und jetzt nehmen wir ein bisschen Milch mit. Und gehen dann mal irgendwas machen. Wie zum Beispiel Handwerk. Dafür bräuchte ich Lehm oder Kuhhaut. Okay, Kuhhaut haben wir. Da können wir... ja, da können wir dann die verarbeiten. Melken. Sodele. Und jetzt gehen wir irgendwo hin. Hier gibt es Goblins, die könnte man töten. So, was droppen die so? Eine Luftrune, goldene Siegel, Knochen. Die goldenen Siegel sind für das Beschwören. Die können wir mitnehmen. Eine Luftrune können wir auch mitnehmen. Also mit Beschwörungen kann man Vertraute herbeirufen, die dir bei fast allen Tätigkeiten helfen. Siegel sind die Basis von Beschwörungen. Man erhält sie, indem man Monster tötet. Siegel müssen mit einem passenden sekundären Material kombiniert werden, um einen Vertrauten zu erschaffen. Eine Liste der verfügbaren Wesen kann man an einem Beschwörungsobelisken sehen. Außerdem benötigt man 10 Splitter und einen Beutel, um die Essenzen des Wissens zu binden.
Wenn du alle Materialien hast, kannst du einen Beschwörungsobelisken den Beutel mit der Essenz eines Wesens durchwegen, damit dieses dann jederzeit beschwören werden kann. Wenn du einen Beutel hast, linksklick darauf, um das Wesen zu beschwören. Vertraute helfen bei Kampf. Der Vertraute kämpft mit dir, verleiht dir mehr Kampf-EP. Fertigkeiten, Stufe Boni, bei Training, Suche, Gegenstände werden für dich gefunden. Lasttier trägt Gegenstände für dich. Oh, so ein Lasttier wäre nicht schlecht. So, gehen wir mal hier weiter. Jetzt überall Goblins, greifen wir nochmals einen an. Und hier geht's auch zur Wüste. Der Unheilsprophet. Oh, Pfeile. Die kann man auch hier runter tun. Dann hier die Erze wieder begraben. Und jetzt ansprechen. Den Unheilsprophet. Unheil! Wo? Überall um uns herum, spüre es in der Luft, höre es im Wind und rieche es auch im Wind. Können wir etwas gegen das Unheil unternehmen? Dagegen können Sie nichts ausrichten, mein Guter. Ich bin der Unheilsprophet, obwohl meine eigentliche Titel vielleicht Ratgeber für Gefahr sein sollte. Ratgeber für Gefahr? Ja, ich wandere in der Welt umher und spüre überall Gefahr. Wenn ich eine gefährliche Gegend finde, stelle ich Warnschilder auf, der andere darüber aufklärt, was an der Regen so gefährlich ist. Wenn Sie die Schilder oft genug gesehen haben, können Sie sie deaktivieren. Bis dahin werden Sie wahrscheinlich selbst am besten wissen, was Sie in diesen Gegenden erwartet. Aber was ist, wenn ich die Warnschilder denn doch wieder sehen möchte? Genau aus diesem Grund warte ich hier. Falls Sie die Warnschilder wieder sehen möchten, kann ich sie für Sie wieder aktivieren. Danke, ich werde daran denken, wenn ich das nächste Mal Warnschilder sehe. Gern geschehen. So. Sind wir hier beim Schloss. Hier könnten wir mal gehen wir mal in die Schlossküche. Hier haben wir einen Barbaren oder so. Naschrot. Eine Elfin haben wir hier. Zekuswe. Okay. Und hier ist die Küche. Ich weiß hier, wo es Aufträge gibt, dann werde ich die noch nicht annehmen. Eine Schüssel oder einen leeren Topf. Einen leeren Topf, eine Schüssel. Nö, noch nicht. Da nehmen. Einsammeln. Ansprechen, Koch. Was soll ich nur tun? Was ist mit dem Schloss geschehen? Das Schloss hat während der Schlacht von Lornbridge sehr gelitten. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Aus der ganzen Welt kamen sie, um uns beim Hydraufbau zu helfen. Bald ist alles wieder beim Alten, was auch gut so ist, denn ich habe wichtige Gerichte zu kochen und dabei lasse ich mich von nichts stören. Jetzt gerade bereite ich einen Kuchen für den Geburtstag des Herzogs vor, obwohl ich will das noch nicht anfangen. Das machen wir dann alles nacheinander. So. Wir haben hier Lederstiefel. Und die könnten wir mitnehmen. Okay, kurz warten.